Wie am 4. November berichtet, fand heute in der Sophienseele das Fest zum bedingungslosen Grundeinkommen statt. Nachdem dieses Wochenende unter anderem in Berlin auch eine Demonstration für das bedingungslose Grundeinkommen stattfand, wird mit dem Fest auf die morgige Diskussion im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags eingestimmt. Die Petentin Susanne Wiest hatte es geschafft, in kurzer Zeit über 50.000 Unterschriften zu sammeln. Daher wird ihre Petition morgen persönlich Gehör finden. Bei dem heutigen Fest hatten die Besucher die Möglichkeit, sich kostenfrei zum Thema zu informieren. Informationsmaterial lag sogar auf den Gängen der Sophienseele aus. Für das leibliche Wohl konnten die Besucher sich im Erdgeschoss etwas zu essen holen. Hier ist der Saal gerade etwas leer, weil sich der Großteil der Besucher bei einer Diskussionsrunde rund um das Thema bedingungsloses Grundeinkommen versammelt hat, wie hier zu sehen ist. Die Besucher stammten teilweise nicht aus Berlin, sondern waren extra für das Fest angereist. Manche waren nicht einmal aus Deutschland. Es war alles vertreten, vom Kind über Arbeitslosengeld II-Empfänger, über von Rentnern bis hin zum Multimilliardär waren alle gekommen. Unter anderem waren da Susanne Wiest, Götz Werner, Adi Rengöler, Sascha Liebermann, Gerhard Heffner, Enno Schmidt und Daniel Hehn. Wer mochte, konnte sich auch Bücher zum Thema kaufen oder Infoflyer mitnehmen. Sogar Buttons gab es zu kaufen und ein Herr brachte Schriftzüge zum Thema auf T-Shirts auf, wenn ein Künstler seine Darbietung machte. Ich hoffe, der kleine Einblick in das Fest zum bedingungslosen Grundeinkommen hat gefallen. Am Montag, dem 8.11., gibt es ein gemeinsames Frühstück in der Sophienseele und anschließend wird gemeinsam zur Petitionssitzung spaziert.